dieser prachtvollen Wutz, liebe Zuschauer, ist es zu verdanken, dass die Gölzdorfer Kirbe so heißt, wie sie heißt, nämlich Saukirbe. Denn dieses Schwein steht im Mittelpunkt dieses Erntedankfestes in Gölzdorf, einem Teilort von Rottweil. Und damit sage ich Ihnen grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem heutigen Treffpunkt Feste und Bräuche. Früher hat man im Herbst ja geschlachtet und anschließend gefeiert. Und das Gleiche war bei der Kirbe, bei der Kirchweih. Und irgendwann im 19. Jahrhundert sind hier diese beiden Feste miteinander verschmolzen. Man feiert heute nur noch ein Fest, geschlachtet wird auch nicht mehr. Übrig geblieben ist ein wunderbarer, kleiner, feiner, aber ganz besonderer Festumzug. Umzugsbeginn 14.03 Uhr. Das gilt für Zipfarrenmusik wie für Tenne und für Käse. Umzugsbeginn 14.03 Uhr. Dankeschön. Saukirbe 2001 gilt als eröffnet. Wägele für Wägele, über 60 Mal ein Augenschmaus, Kinderfest und Erntedank. Gölzdorf ist wieder mal im Kirbefieber, das aber nur alle zwei Jahre ausbricht. Dann gibt jeder sein Bestes. Also groß wie die Zucchini ist, kommen da ziemlich selten in der Irrengarde, oder? Also die haben wir gezüchtet, extra für den heutigen Tag. Wachsen lassen, oder? Ja, also mit viel Zuspruch, Pflege hat das dann geklappt. Erfolge gärtnerischer Zucht und im Gefolge die Gänse-Liesel-Mädler mit ihrer kleinen Tierschau. Gäse, Hase, Ente, Henne, alle sind hier bienenfleißig. Sind die schon unterwegs, Eier gelegt, eure Henne? Ich noch nicht, aber heute Morgen. Wie viele Eier haben sie heute schon gelegt? 7, also alle zusammen. Die gab es zum Frühstück oder hättet ihr die noch im Kühlschrank oder wo? Noch im Kühlschrank, ja. Guten Appetit. Danke. Welche hat dir bis jetzt am besten gefallen? Die mit der Sau. Warum? Weil man die gewinnen kann. Ja, machst du mit bei der Tombola? Ja, der Papa. Der Papa, okay. Ja, was machst du, wenn du die Sau gewinnst mit dir? Schlachter. Bloß, die Armsau weiß nichts von ihrem Schicksal. Die daheim haben schon vorher geschlachtet. Bei der Saukirbe geht es aber nicht nur um die Wurst. Kirbekirchle als zweite Spezialität. Kirchweih und Schlachtfest sind die beiden Wurzeln der Gölzdorfer Saukirbe. Es gibt was bei der Kirbe oder das ganze Jahr über? Bei der Kirbe eigentlich nur. Habt ihr das selber gemacht, selber backen? Ja, mit unserer Oma. Die Brezeln täuschen. Auf dem Bäckerwägele gibt es schon die erste Ausstecherle. Schmeckt ein guter Teig? Wissen wir nicht. Wenn man noch nicht probiert, oder? Schon probiert. Ich habe noch nicht probiert. Das Rad der Geschichte wird heute ein bisschen zurückgedreht. Der Scherenschleifer kommt wieder in der Flecke. Altes Handwerk von Kindern zum Leben erweckt. Anschauungsunterricht. Und auch der Schuhmacher repariert manch alten Stiefel. Was ist bei Ihnen am besten? Ah, alles. Ist alles schön. Kein Lieblingswagen? Ja, doch schon. Welcher? Schon schöne. Die Braut vor allen Dingen, die Hochzeit ist schön. Kein Wunder bei solchen Brautjungfern und dem Pfarrer. Wohin geht die Hochzeitsreise? Mallorca. Die Märchenwelt gehört zu jedem Kinderfest. Knusper, Knusper, Knäuschen. Aber bei Hänsel und Gretel kommt dieses Männle nicht vor. Was bist du denn? Holzheidemähle. Sag noch mal, was bist du? Der Holzheidemähle. Aha, das Holzheidemähle. Schön. Und wer hat dich so angezogen? Erst Mama und dann Thomas. Aha, und wie fühlst du dich, wenn du da so stolzierst? Weiß auch. Der
der gute Geist vom nahen Wald. Die Sage vom Holz Haldemale entspringt dem Gölzdorfer Sagenschatz. Die Originalität von den kleinen Kindern, wie das dargestellt wird, das macht irgendwie interessant und schön. Sind Sie von Gölzdorf? Jawohl. Ja, hätten Sie es früher auch schon mitgemacht? Jawohl. Ja, was waren Sie? Wie war das früher? Ja, einmal war ich Seemann und dann war ich mit im Schwäbischen Eisenbändle, das mitgefahren ist. Das hat damals meine Eltern, wenn das mit Bekannten zusammen gebaut, und da war ich mit dabei. Das Bähnle fährt bis heute. Kindheitserinnerung für Generationen auf diesem schönen Heimatfest. So, liebe Zuschauer, jetzt sind wir von draußen hier rein in den dunklen Gasthof Adler. Und bei mir ist der Ewald Kern und er hat was ganz Besonderes. Er dokumentiert seit über 40 Jahren mit seiner Schmalfilmkamera die Saukirbe in Gölzdorf. Wie kam es denn da dazu, dass ihr das dokumentiert, filmt seit über 40 Jahren? Ja, mich hat schon immer das Fotografieren fasziniert. Und dann bin ich durch Zufall dann aus Filmen gekommen. Und dann habe ich gedacht, einer sollte ja ein wenig Dokumente machen von Gölzdorf. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich einmal einen Film. Und dann habe ich daran einen Gefallen gefunden. Und habe das dann ausgebaut und bis heute durchgeführt. Aber das war ja auch damals nicht ganz billig. Nein, man konnte sich nur die einfachsten Apparate konnte ich mir kaufen, nicht die teuren. Und dann hat man halt das Bestmöglichste daraus gemacht. Man musste da um jeden Meter Film, musste man kämpfen und sparen, das hat Geld gekostet. Jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen in die Bilder rein. Das war ja die Nachkriegszeit, da war es natürlich auch noch ärmlich. Erstens war das Geld knapp und die Leute waren noch bescheiden. Nicht mehr noch die eigenen, man sieht es an den Bildern, noch die eigenen Wägele, was heute auch nicht mehr in den Häusern sind. Mit diesen Wägele hat man im Wald Holz geholt, ist man zum Bacher gefahren. Und solche Sachen hat man da aus eigenen Wege gelegt und ist mit dem auf die Saukirbe. Man sieht hier gerade so verschiedene Kinderspiele. Was gab es denn da alles damals? Sackhüpfer oder Saustecher. Ja, was ist das? Da hat man einen Hut über den Kopf gekriegt, den man nicht sieht. Und dann hat man einen Holzsäbel gekriegt und dann hat man auf einer Sau laufen und hat die treffen müssen. Und wenn man ist vorbeigelaufen, hat das ganz voll kalt gelacht. Und was hat man gekriegt, wenn man sie getroffen hat? Immer hat man gekriegt einen Wurst und einen Wecker. In den 50er Jahren, wo ich ein junger Kerl war, da hat man noch gesoffen an der Saukirbe. Die Alten haben gefressen, wir haben gesoffen. Und Schlägereien hat es gegeben, das war wahnsinnig in der Wirtschaft. Jetzt sehen wir beim Sonnenwirt, wie Kirbekirchle gemacht werden. Was sind Kirbekirchle? Kirbekirchle. Ja. Das ist Teig, ist ein Hefeteig, der wird normal, der tun sie jetzt ziehen. Der wird über dem Knie, ist der früher gezogen worden. Und dann kommt er ins schwimmende Fett. Und dann wird er ausbacken. Sehen Sie, dann kann man sie kurz ausbacken, dann kommen sie raus. Mhm. Und da sieht man jetzt, wenn man einen Zwiebelkuchen machen, das ist der Bischof. Jetzt wird er auf Kirbe machen, sie auch Zwiebelkuchen. Das ist also der Bischof ist der Beck? Er ist der Beck. Das ist jetzt, sagt man, die Schmutze dazu. Das ist Rahm, Zwiebel und etwas Ei drin. Da gibt es einen Most. Und, jawohl, das ist auch eine Spezialität an der Saukirbe, dass es neue Most gibt, sie ist ein Most. So, jetzt haben wir hier die Kirbe so. Ja. Das war an der 63. Ja. Da hat man noch geschlachtet am Haus oder vor dem Haus oder im Hof. Das war ohne mit 3,5 Zentner, das sehe ich. So, jetzt ist sie geschossen worden, jetzt ist sie gestochen. Jetzt kommt sie dann auf der Schrage. Jetzt kommt sie in die Horsbrühe rein, wo sie brüht, dass die Borsten wegkommt. Und dann muss sie geschabt werden. Und bis wann ungefähr war das so, Tradition und Brauch? Ah, das war bis so Ende 60er Jahre. Und dann hat es nachgelassen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Ewald Kern für die tolle Erklärung und die wunderschönen alten Bilder. Liebe Zuschauer, der Schäfer, der von der Gemeinde Gölzdorf die Schafweide pachtet, ist traditionell per Vertrag verpflichtet, zur Saukirbe einen
Hammel zu stiften und der wird dann verlost. Die Saukirbe in Gölzdorf, liebe Zuschauer, ist in erster Linie ein tolles Fest für die Kinder. Genauso wichtig an dem Wochenende sind aber auch die Rübegeister. Und die gäbe es offen zu, auf diesem Sektor war ich nie irgendwie preisverdächtig, ganz im Gegensatz zu den Gölzdorfer Kindern, denn das sind wahre Schnitzkünstler. Und das ist ihr Rübengeisterlied. Grimasse machen sie nach, die Rübengeister. Aber bevor es soweit ist, müssen die Gölzdorfer Buben und Mädchen an die rohen Rüben ran. Werkstatt und Küche sind geplündert, eine Woche lang. Spachtel, Küchenmesser, Hammer und Schraubenzieher im Dauereinsatz. Ein Saugeschäft für die Saukirbe. Futterrüben verschönern das Gölzdorfer Heimatfest. Vor 3 Jahrzehnten wurde der alte Brauch neu belebt. Und jedes Jahr verfeinert sich die Schnitztechnik. Andreas, was hast du denn jetzt für ein spezielles Gerät? Das ist so ein Auskratzer, da kann man die Rübe auskratzen und so. Das schafft man leichter mit als mit dem Löffel wahrscheinlich. Ja. Das Auskratzmesser ist neu, entwickelt von einem innovativen Gölzdorfer Opa. Die Rüben sind teilweise sehr hart, das glaubt man gar nicht. Es gibt also die roten sind ganz harte und die gelben sind ganz weiche. Ja, können Sie sich selber mal überzeugen nachher davon. Und da ist man drauf gekommen, einfach mal ein bisschen was Neues zu machen. So freilich geht's am schnellsten. Die Bohrmaschine schafft im Akkord. Was eine Futterrübe alles hergibt? Und dieser Rübensalat schmeckt längst nicht bloß des Soi. Wie schmeckt denn das? Gut. Nach was schmeckt das? Nicht nach Gummibärle, oder? Nee, süß. Was übrig bleibt, erfüllt seinen Zweck auch als Wurfgeschoss. Doch nun beginnt die Feinarbeit, der lange Weg zu Fratze und Grimasse. Nachher, wenn du das Maul schnitzt, dann musst du auch noch ein paar Zehstände haben. Das ist damit daheim machen, dir mit so einem Messer? In der Küche, bei der Mama. Einstifte kannst du auch. Ja, manchmal. Und jetzt noch ein paar Zottelhaar, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Kann das jeder? Das kann jeder, kann wirklich jeder. Weil das ist ja gerade das, was das Bild nachher ausmacht beim Umzug. Jeder macht ein Gesicht, wie es ihm nachher aus dem Messer rauskommt, so gesagt. Und das ist gerade das Bild, was nachher der Zug so schön macht. Lichter aus, Lichter aus, die Geister kommen an. Nix wie naus, nix wie naus und auf die Geisterbahn. Oh je, sie kommen im Karree. Sie machen Mordsgrimassen an. Mordsgrimassen an. Sie kommen im Karree. Oh je. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit ist's dann soweit. Jede Rübe geht ein Licht auf. Voller Vorfreude auf den großen Rübengeisterumzug haben sich 500 Schüler aus Gölzdorf und den Nachbargemeinden aufgestellt. Musik.
Es gorstert und munkelt und spukt gewaltig bei der Parade der Schreckgespenster. Wilde und brave, wüste und schöne, glatzköpfige und horige Geister ziehen durch den Flecken. Und jeder Rübengeist hat seine individuelle Fratze. Ganz nach dem Geschmack der jungen Geistermacher. Wen stellt ihr da? Jungs, Mädchen. Das hat Ohrringe und Zahnspange und Piercing. Aha, sollst das also du sein? Nein. Dein Rübengeist hat zwei Nasen. Warum? Missgeburt. Was soll das sein? Ein Russe. Aha, und warum ein Russ? Muss ich meinen Vater fragen. Alles klar. Ja, ja, so ist es halt in Gölzdorf. Auch die Eltern sind mit vollem Einsatz dabei. Als Ratgeber oder Musikanten wie der Handharmonika-Club. Und immer wieder ertönt das Rübengeisterlied. Und wer es kann, singt mit. Wie gefällt es dir da beim Rübengeisterumzug? Sehr schön. Ja, was bedeutet das für dich? Also, es bedeutet mir für mich sehr viel, weil ich freue mich da jedes Mal so drauf, weil das ist einfach so schön und traditionell. Aber was ich schade finde, dass die meisten nicht mehr singen, das Lied. Und deshalb gibt's hier und da stimmgewaltige Unterstützung. Spaß macht's allen. Kein Wunder bei solch einer Geisternacht, die ihresgleichen sucht. So, liebe Zuschauer, das war unser Treffpunkt von der Saukirbe in Gölzdorf und von anderen Bräuche im Oktober. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Nächsten Sonntag geht es ein bisschen weniger gruselig zu. Da heißt es auf zum fröhlichen Jagen. Wir sind unterwegs bei der Hubertusjagd. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns in Südwest-Baden-Württemberg und ade miteinander.